Hey, Stippvisite. Ah, Bulb. So, die kann ich hoffentlich da vorne einsetzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. So, ich gehe vor. Sieht, oh, ah, gib mal das quasi. Die Dunkelheit. Hm? Und da ist er wieder. Der Fahrstuhl ist wieder weggehen. So, ich habe einen Schlüssel gefunden. Und der Schlüssel ist für. Für was? Für wo? Ah, für die Truhe. Für die Truhe oben. Ja! Ja, ich hat's. Das ist wirklich, wirklich unheimlich, das Spiel. Hallo. So, liebe Geister, lasst mich einfach nur zur Kiste durch. Da ist er. Da ist er. Es ging alles den Bach runter. Mein ganzer Plan, alles, alles basierte auf Suggestion und der Manipulation des REM-Schlafs. Ich habe an meinen Sohn Teddy ausprobiert. Ich dachte, es schadet ihm nicht, dass er nichts verlieren könnte. Nur, dass ich das erste Genie, das auf diese Weise entstanden ist, in meiner Familie hätte. Seine Noten wurden tatsächlich besser, aber es fehlt ihm an Empathie und er entwickelte eine Angst vor der Dunkelheit. Meine Frau hat mir verboten, weiter mit ihm zu forschen. Nur der, meine Güte, ich komm ja gleich. Nur der Teufel kann mir sagen, warum ich meinen eigenen Sohn genommen. Warum ich meinen eigenen Sohn genommen habe. Ich lasse dieses Projekt hinter mir. Ich schicke dir diese Materialien zurück. Vielen Dank dafür. PS, bald habe ich vielleicht einen interessanten Patienten. Grüße, Steven. Ja doch, ja doch. Ah! Wieso denn bloß? Wieso denn bloß, ey? Okay, schön. Tür ist zu und ich kann jetzt. Schön, schön, schön. Da. Und so. Mach den Ding auf! Ich werde nicht nerven. Okay, jetzt, wir haben. Oh, schön, hier bleib ich. Hier bleib ich. Hier finde ich das schön. Ich muss diese Kette durchbrechen. Oh, das sieht schön aus. Das muss man sich ja. Oh, das muss man ja genießen hier jetzt. So, willkommen, liebe Zuschauer, in einem schrecklichen Horrorspiel. Unkrautjäten im Paradies. Sollte das so sein? Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt wirklich vom Spiel so vorgesehen ist oder ob das jetzt. Ob ich jetzt wirklich durch die Karte geglitscht bin. So, wenn ich jetzt hier nochmal langlaufe. Ja, okay, wir sind tatsächlich durch die Karte geflogen. Ist ja auch toll. So. Ach Gott, das ist aber ein süßer Fuchsschwanz. Das ist aber lieb. Das ist ein Kinderspiel zur Kasten an der Wett. So, ganz vorsichtig. Nicht, dass wir die abschmieren.
So, kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt. Oh. Dammwild. Wie schön. Ein Reh. Ein kleiner Bach. Es sieht wirklich toll aus. Es sieht wirklich, wirklich schön aus. Könnte jetzt auch so Elder Scrolls Online sein. Die Grafik könnte passen. So. Ein paar Zypressen. Und ein Boot. Liegt einzeln verlassen. Am See. Ich muss hier immer noch etwas tun. Ja, vielleicht müssen wir noch eine Schaukel und ein bisschen was essen hier. Kleines Picknick machen. Hier liegt noch etwas zu lesen, aber tatsächlich schaue ich nochmal, ob wir hier irgendwo ein Quietscheentchen finden. Schau mal nicht. Denn haut mir noch den Rosenthaler Kadaka hinter. 11.09.1976. Aus dem langwierige Sitzung mit Teddy haben die von meinem Mann erwarteten Ergebnisse erzielt. Ist dies diese toxische Beziehung zwischen Vater und Sohn wert? Teddy ist nicht mehr so fröhlich wie früher. Mit großer Angst vor der Dunkelheit. Ist das normal in seinem Alter? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mich nur auf Eddie verlassen. Aber er wird immer seltsamer. 13.09. Ich habe versucht, meine Ehe zu retten, aber der totale Mangel an Interesse von Steven macht mich fertig. Er redet ständig nur von seiner neuen Behandlungsmethode. Diese Beziehung ist wie ein Gefängnis für mich. Ich sehe darin keinerlei Zukunft. Ich weiß, es klingt falsch, aber ich fühle mich bei Eddie wohler. Er zeigt wenigstens ein bisschen Interesse an mir. Fatal! Ja. Super. Ich muss hier immer noch etwas tun. Aber was denn? Was soll ich tun? Ach. Das Paddel. Natürlich. Das Ruder muss mit bei sein. Geht's von alleine? Es scheint von alleine zu rudern. Kann ich mir auch ein bisschen umsehen. Schön mit Fischen. Toll. Bisschen hell. Sonnenbrille wäre schön. Aber gut. Level. Warum dieses Level-Design? Hätte man da nicht was Besseres machen können? Ich will jetzt auch nicht so rumbeefen jetzt hier irgendwie, aber... Therapy increasing the intelligence among children. Aber was sollen denn diese Eisblöcke hier? Also, soll das heißen, die eiskalte Beziehung zu meinem Kind und zu meiner Familie? Oder also, für was stehen diese Eisblöcke? Warum sehen sie so aus? Ja. You know that. Viele Bücher. Sieht der Fortune Teller toll, ganz schau aus. Schön, Annabelle. Bleibst mal da schön drin, Alter. Ui. Das große Gericht. Und die Geschworenen warten auf uns. Na toll. Can you buy open the trial against Edward? Hören sagen, Herr Anwalt, hören sagen. So, liebe Geschworenen. Da ist eine Tür, da gehe ich jetzt hin. Tschö.
ihr Pfeifen. Und im Knast? Im Knast, Alter? Was machen sie denn jetzt hier für einen Stangenhof? Patsche. Wärter! Bitte kommt schnell, ich hab kein Klopapier mehr. Wir sind frei! Kann ich hier raus? Nein. Telefon? Ich jetzt ja. Oh je. '14.05.77. Verdächtiger Edward verwischt im Fall des Mordes an Susan und Theodore Dowell Verhörprotokoll. Das Verhör wird von Kriminalkommissar Samuel Wilson durchgeführt. Nach vielen Versuchen der Kontaktaufnahme mit dem Verdächtigen haben wir noch keinerlei Informationen. Der Beschuldigte lächelt die ganze Zeit und wiederholt undeutlich den Satz, der Albtraum ist vorüber. Sein Augenlicht ist scheint erloschen. Sein Augenlicht ist scheint erloschen. Er hält keinen Augenkontakt zu seinem Gesprächspartner. Scheinbar weiß er nicht, wo dieser sich befindet. Ohne forensische Psychologen werden wir keine weiteren Informationen erhalten. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Fall auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert wird. Okay. Gehen wir nochmal rüber. Ist ja auch schon um 3. It smells like flypaper. Oh, schön. Eine Warnung vor Kampfgas. So. Good. So maybe you would tell us about your authorial therapy. What do you think, Mr. Dow? Can you hear me? It's better now, isn't it? So, can we continue? Great. Did you know that Susan Dow was pregnant? Auch noch. Auch noch. Jetzt wurden uns ja aber zwei Fakten gerade hingepackt. Irgendwie A, dass wir da sitzen und wir Eddie sind und unsere Frau schwanger war. John, ich weiß, morgen ist Bowmans Schicht. So, morgen ist Bowmans Schicht. Daher verstecke ich den Schlüssel für die Türen an einem sicheren Ort. Sag ihm nichts davon. Lass ihn ein wenig durchdrehen. Toll. Einen sicheren Ort. Schön. Wo ist denn bei dir ein sicherer Ort? Okay, gut. Also, wir müssen den Schlüssel finden und er ist an einer Stelle. An einer sicheren Stelle. Was ist denn bitte im Gefängnis eine sichere Stelle? Also, außer in einer Zelle. Für alle, die nicht in dieser Zelle sind. Der nächste. So, Pflanze. Nee, nicht. Ja, wird doch nichts angezeigt oder so. Gucken wir mal hier. Büro. Reger Verkehr. 17.05.77. Zeugenaussage des Zeugen. Stephen Dowell über den Mord an Susan und Theodore Dowell. Verhörprotokoll. Das Verhör wird vom Kriminal durchgeführt. Der Zeuge wirkt erschüttert. Es gibt kaum vernünftigen Kontakt mit ihm, was in seiner Situation verständlich ist. Er hat uns nichts gesagt, was wir nicht schon wussten. Nach dem Mord gab es viele Kommentare aus der Welt der Psychologie in der Presse. Der Zeuge erwähnte nur, dass seine Therapie gegen seine Persönlichkeitsstörung sehr unwirksam war. Er hat es nicht kommentiert. Ja, das will man ja noch hören, Alter. Wenn der. Hier, Foto? Meth, okay. Gut, gleich weggeschickt worden. so ein Mist. Zahlenschloss. Vielleicht ist da der sichere Ort. She may look clean, but... spread syphilis. Und Gonorrhoe. Das ist ja toll.
Oh. Das ist ja super. So, Benny könnte das. Der war bei den Funkern. Bei der Bundeswehr. Okay. Gut, nehmen wir uns mal ein Blatt Papier. Also, wir hören mal hin. Okay. Die erste Ziffer ist... Also die zweite kann ich schon mal sagen, ist die 2. Und die erste war meines Erachtens nach immer kurz, zweimal lang. Okay, machen wir mal die dritte. Die war zweimal lang, dreimal kurz. Die 7. Ja. Hören wir nochmal kurz rein. Ja, gut. Ja, wisst ihr was? Da liegt da mal einfach mal der EK drin. Ach so. Okay. Nee, ist scheiße. Das funktioniert doch nicht. So. Die 1. Ach, Mist. Wir müssen nochmal ran. Scheiße. Ist ja kein Zahlenschloss. Scheiße. Das erste finde ich sehr befremdlich. 1, 2, 3. Okay, jetzt wird. Die erste ist die 3. Okay. 3, 2, 7. Mal schauen, ob das ist. 3, nein. 3, 2. Yes! I got it! Und wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Alter, was wurde denn hier gewarnt? Um Gottes Willen, was ist denn hier los? So, okay. Let's open it. Nein, hat er jetzt alle Zellen aufgemacht? Listen, Bowman, give me some creeps, Doctor. I won't manage alone. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Also diese Sprünge sind echt heftig hier irgendwie. Ausgabe Juni. Die Untersuchungen, die von dem Team von Dr. Maslow vorgenommen werden, sollten nicht in die Ermittlungen verwendet werden. Dr. Maslow konnte auf den Prozess Einfluss nehmen, um seinen Freund zu helfen, sagt Dr. Bandura. Dr. Dorville war sowohl für seine umstrittene Behandlungsmethoden als auch für seine möglichen Verantwortung am Tod seiner früheren Patienten bekannt, fügte er hinzu. Ja. Der Gerichtssaal. So, verleser der Anklage. I hereby open the trial against Edward Hume about Susan Dowell and Theodore Dowell's murder. Do the prosecutor and counsel wish to say anything before the trial is started? The
would like to enclose the report about my client's insanity to the evidence, as well as recordings made by Dr. Dowell during the therapy. Mr. Edward, could you tell us about the relation that was between you and Mrs. Susan Dowell, Dr. Stephen Dowell's wife, that tried to cure you? I would like to enclose documents from Susan Dowell's autopsy to the evidence. Basing on these, Your Honor, as well as the jury can get to know that the victim was pregnant with the defendant. Verdächtigter Stephen Dowell im Fall des Mordes an Susan Theodore Dowell. Verhörprotokoll. Das Verhör wird von forensischen Psychologen Richard Jackson durchgeführt. Nach dem Hinzufügen neuer Beweise, und zwar dem Autopsiebericht von Susan Dowell, wissen wir, dass sie im ersten Monat ihrer Schwangerschaft war. Der Vater ist der Verdächtige Edward. Verwischt. Wir haben herausgefunden, dass Stephen ein Motiv und die Fähigkeit besaß, Edward zu manipulieren. Der Verdächtige zeigte während des Verhörs keinerlei Kontakt mit dem Befragenden. Er durchlief ambivalente Zustände von Hysterie bis hin zu völliger Apathie. Der beim Verhör anwesende Psychologe entwickelte während des Verhörs die These, dass Mr. Dowells Geisteskrankheit durch viele traumatische Erlebnisse in kurzer Zeit ausgelöst wurde. Ha! 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 Haben wir etwa Eddie dazu gebracht, unsere Frau zu töten? I opened the trial against Stephen Dowell about malpractice against Edward Dowell, which caused Susan and Theodore Dowell's death. Did the prosecutor and counsel wish to say anything before the trial has started? My client, as a doctor, always takes care about patients' welfare. In the enclosed evidence, Your Honor may read about many difficult cases that have been cured by the defendant. He was trying to cure his protege at any cost to ease the pain. I would like to enclose to the evidence the description of one therapy conducted by the defendant, which, as we can read, also finished with a failure. The girl, with similar illness like Edward, who under the influence of the therapy made suicide. And did the defendant realize that his wife was pregnant, not with him, but with Edward? Ja, ich glaube, die Sache ist langsam klar, ne? Telefon draußen? Would you call me on the phone? Wie sitzt? Aber schön gekachelt hier. Wunderbar. Klo drin. Ach du Scheiße. Das ist in der Gummizelle oder was? Das sind keine Kacheln. Es sind keine Kacheln. Ich bin ja oben. Aber so mit Kerzen, ja? Stephen, can I see you in my office? Ja, klar, natürlich. Ich komme, nimm noch schnell diesen potenziell gefährlichen Bleistift mit. Oh Gott, Alter, nee. Okay, kann man nirgendwo hin. Moment. Ah. Is this the office? Mutter und ihr sieben ihres Kind ermordet. Frau leidet 30 Messerstiche. Zwei Tage später wird das Kind im Schlaf verdrosselt. All diese Grausamkeiten wurden vom Familienvater begangen. How are you feeling today? Everything's okay? I think it's time to show you something. Let's go to the next room. Have a seat and make yourself comfortable. Finden wir hier vielleicht noch irgendwo so eine kleine Quietsche-Ente. Die würde mich jetzt sehr beruhigen. Ach, schön. Wir kicken einen Film, ja? Dann hauen wir an hier, die Funzel. Our relationship started to pass away suddenly. Stephen treated me like a lodger. Unwanted person. With whom he lived because it was a kind of interest.
And I started to live on memories and projections that were so beautiful in my head. So perfect. Stephen was in them like years before, like when we moved into our new house and we planned to make a big garden only for us. These memories made me stronger, helped me to survive and wait for tomorrow with hope. First time, I thought that maybe I'm only dreaming, or the projections about him became ridiculously strong. He came to me like before, smiling, happy, with sparkles in his eyes. Similar situations repeated in the next weeks, and I, instead of looking for their source, was waiting till my loving Stephen came back, just for a while, to feel like before, like years ago. At the beginning of our relationship, Stephen often told me about interesting things from the psychology ward. During his studies, he met with the case of a patient with multiple personalities. I remember well this case because it seemed to be very exciting. So many different personalities in one body that differ in IQ, beliefs, talents, and even visual acuity. I hid my husband's illness to meet with Eddie, his second personality, to feel happy just for a while, to fulfill my dreams. During our romance, we often met in the garden. Today, I again talked with Eddie. He is in very bad condition. Stephen's therapy started to even scare him, he says. He must make terrible things to be cured and finally take a breath. As a last resort, I will send this recording to Abraham. Krasser Scheiß. Einfach krasser Scheiß, was soll man da, also es ist heftig. Spaltende Persönlichkeit, oh schön, wunderbar. Oh Gott, okay. Kurz nur 8, ach so ein schönes Easter Egg. Also, das hat sich jetzt alles doch schön aufgeschlüsselt, irgendwie. Was ich bis jetzt noch nicht verstehe. Nein, bitte nicht. Was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, ist. Oh, jetzt nimmt das ja aber ganz schön Fahrt auf nochmal. Was hat das mit den Vögeln zu tun? Warum Vögel? Warum sind Vögel hier so elementar wichtig? Steht nicht. Wo ist die Verbindung? Also nur, war jetzt so ein Hobby-Ornithologe oder... Hä? Was? Denk auf! Na siehste, muss man erst hier rumrütteln wie so ein Ochse. Jetzt haust man das Verstandes zusammen hier oder was? Ist symbolisch oder? Wirf ihn hinein, Frodo! Sacken lassen, dann ist ja jetzt nochmal ein sehr, sehr fulminantes Ende gewesen.
ja, heftige, heftige Story irgendwie. Und auch wirklich krass inszeniert irgendwie. Also, klar, mit Ainsley-Clean Design Schwächen. Aber trotzdem echt wirklich krass. Wirklich, wirklich krass. Ja, tatsächlich muss ich erstmal wirklich ganz kurz hier mal ein bisschen ordnen irgendwie. Das ist echt heftig. Also, Rise of Insanity. Ja, das war's. Das war, also, es ist ein großartiges Spiel. Wir haben es jetzt ein Stück durch irgendwie. Es ist auch wirklich schon echt spät irgendwie. Wirklich wahnsinnig durch. Aber das Spiel hat mich richtig oft bekommen. Hat mich wirklich häufig erschreckt. Ihr habt es gesehen. Und schon allein dafür muss dieses Spiel einfach mal 2 Daumen nach oben bekommen. Irgendwie haben die Entwickler echt mega geil gemacht. Muss man sagen, irgendwie ist ein super Spiel. Super Spiel. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder vielleicht auch nicht, was man vielleicht anders machen könnte. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Ciao.